favor, continuem sentados com o cinto de segurança apertado até que o avião esteja completamente parado. Maria probiert neue Badelatschen an. Wir waren jetzt noch bei Decathlon und haben noch Gaskartuschen besorgt. Wir haben lange gerätselt, ne, eigentlich so lange rätselt gar nicht. Wir nehmen jetzt eine große oder eine kleine Gaskartusche mit. Also 450 und ich glaube 230 oder so. 5, ja, irgendwie so. Und Maria sagt, das reicht nicht für 3 Kaffee am Tag, sondern nur für 2. Pro Person. Wir werden mal sehen, wie wir damit auskommen. Wir werden berichten, ob es bis Faro hält. Und Maria hat noch neue Badelatschen bekommen. Richtig. Sie hatte noch keine, richtig schön leichte. Ja, richtig cool, richtig leicht. Also ich habe keine Waage, aber ich glaube, die wiegen nicht mehr als 100, 150 Gramm. Und jetzt sind wir auf dem Weg zur Unterkunft und laufen durch das volle Lissabon. Unser Ausblick von der Airbnb-Wohnung am 1. Februar in Lissabon. Wir sind gut angekommen mit dem Flieger. Haben jetzt noch eine Gaskartusche bei Decathlon geholt und haben eingekauft und werden jetzt um 9:30 ins Bett gehen und morgen früh werden wir noch neue Schuhe für Torben besorgen müssen. Das mit dem Flieger hat heute echt gut geklappt, bis darauf, dass ich ein bisschen Panik bekommen habe bei den bisschen gerüttelten Luftlöchern, aber ich bin in den zweiten Flieger eingestiegen von Paris, von dem war alles gut. Aber der Blick kann sich aber mal sehen dann. Erster Kaffee in Lissabon. Wie schmeckt er? Da meine Schuhe am Flughafen noch kaputt gegangen sind, habe ich jetzt neue Schuhe gefunden bei 4Run in Lissabon. Absolut. Eine Empfehlung. Ich habe jetzt Hokas an, die kann ich jetzt leider schlecht zeigen. Naja, da unten irgendwo. Ich hoffe, die werden mir mehr Freude bereiten, als die ich mir vorgekauft habe. Und jetzt gehen wir noch zur Post und schicken die alten Schuhe zurück. Er hat uns sogar noch das Paket zugeklebt. Ja, sehr freundlicher Verkäufer. Und dann versuchen wir noch unseren geweckten Bus um 12.30 Uhr zu erwischen. Und die Sonne scheint. Achso, wir müssen auch was zu essen haben für Mittag und Abendbrot, weil ich vergessen habe, die Eier einzupacken. Ja, Maria hat Eier gekocht und dann stehen lassen in der Küche. Ja. Ich hoffe, die findet jemand. Und hier sind Vögel. Ja. Wir haben tatsächlich unseren Bus erwischt. Eigentlich sogar einen früheren. Mal gucken, wie lange wir jetzt haben. 3 bis 2,5 Stunden Busfahrt. Genauso richtig für Maria. Busfahrt ist sehr entspannt. Ja? Hab ich dir zugehört? Bis jetzt war Autobahn, aber es ist ganz entspannt. Jetzt, kurz nachdem Maria aufgewacht ist, fahren wir die Achterbahn. Tablette-Test mich noch auf. Tablettentest, hey. Ui. Wir sind in Sinas angekommen. Maria läuft einfach weiter. Busfahrt war okay. Busfahrt war spitze. Schon allein, dass ich dieses Video aufnehmen kann, du weißt das. Ja. Das letzte Mal bin ich aus dem Bus getorkelt. Hab versucht, im Bus nicht zu kotzen davor. Bin aus dem Bus raus, 10 Meter weiter in ein Hundegebiet, wo ganz viel Scheiße lag. Dann habe ich da hingelegt und musste eine Stunde mich nicht bewegen. Und dann bin ich zum Hotel getorkelt. Und habe dort von 18 Uhr bis 6 Uhr morgens durchgeschlafen, ohne Abendbrot. Ja. Jetzt ist es besser. Wir haben das Wasser aufgefüllt in der öffentlichen Toilette dahinter uns. Und jetzt werden wir ein Stückchen die Straße entlang. Da gibt es keinen anderen Weg. Zum Beginn des Rota Vigentina laufen. Ja. Und es ist sehr warm. Ich habe eine Sonnenbrille auf. 17 Grad oder so, 16, 17 Grad. Und da kommt schon der erste Vogel. So, hier sind wir angekommen. Ungefähr 3 bis 5 Kilometer hinter Sinas. Nach 1,5 Tagen Anreise mit Zwischenstopp in Paris und Lissabon
sind wir jetzt hier am Startpunkt des Ruta Vicentina. Und den werden wir jetzt erstmal lang gehen. Hier sieht man nämlich auch hoffnungsweise was. Genau. Hier ist Sinas. Und wir sind jetzt ungefähr da. Ne, wir sind immer auf der Haupt, oder? Der Boden 2. Oh, Entschuldigung, ist da Sinas, dann sind wir jetzt da. Und wir gehen jetzt quasi die. Nimm mal einen Stock bitte. Wir gehen jetzt quasi die Küste hier so immer lang. Runter bis nach Cabo de San Vicente, der westlichste Punkt Europas. Und dann nach Sagres, über Salema, Lagos, da ist das Ende des Fisherman's Trails, beziehungsweise Ruta Vicentina. Genau. Und danach geht es nochmal weiter, aber ich glaube, das reicht erstmal. Möchtest du noch was sagen? Ich kann noch nicht wirklich viel sagen. Ich komme jetzt einfach auf den ruhigen Weg am Strand entlang. Ja, gerade waren es 4 Kilometer, ich würde mal sagen, autobahnähnliche Straße. Ja, der erste Campingplatz ist gefunden. Aber sieht nicht, aber es ist ein sehr schöner Sonnenuntergang. Bisschen schon. Und man soll ja nicht so viel schwenken, aber muss ich machen. Geht nicht anders. Es ist jetzt etwa 18.30 Uhr, würde ich sagen. Genau, und wir gehen jetzt noch Abendbrot essen. Gehen. Haben noch eine halbe Gurke auf dem Weg gefunden. Die gibt es jetzt noch mit dazu. Die sah aber noch gut aus. Die sah wirklich gut aus. Waschen sie natürlich mal ab. Und ja, dann werden wir wahrscheinlich noch lesen. Oh, er ist sogar. Guten Morgen. Wir hatten schon Kaffee. Es sieht jetzt auf dem Video dunkler aus, als es ist. Draußen ist es eigentlich nicht, naja, es wird schon ein bisschen hell. Um 6.30 Uhr hat der Wecker geklingelt. Maria hat mich schon mit Kaffee verwöhnt. Und ich habe sehr gut geschlafen. Maria auch. Sie kann jetzt nicht sprechen, weil sie isst. Du kannst noch ein bisschen erzählen, ich kann ein bisschen mehr essen und ein bisschen weniger. Okay, ich muss jetzt leider aufhören. Hilfe! So, wir befinden uns jetzt Pi mal Daumen 5 bis 10 Kilometer hinter Porto Corvo. Genau, wir sind heute früh noch 6 Kilometer von unserem Campingspot zu Porto Corvo reingelaufen. Die Nacht war echt super. Die Wellen waren so laut, dass ich zwischendurch dachte, es windet sehr doll. Komischerweise stand das Zelt sehr ruhig. Das waren wohl die Wellen. Genau, in Porto Corvo haben wir unsere Vorräte aufgefüllt. Und heute Nacht schlafen wir zwischen Porto Corvo und Milfontes. Torben hat es unterwegs irgendwie geschafft, 1,5 Liter Wasser zu verlieren, weil er den Deckel nicht zugeschraubt hat. Deshalb werden wir wahrscheinlich heute noch ein bisschen länger gehen als eigentlich geplant, damit wir mit unserem Wasser hinkommen. Genau, und jetzt ist es ungefähr, wie spät? 3? Ja. 3 Uhr nachmittags und... Du warst schon baden. Ich war schon zweimal baden, Torben einmal. Und das Wasser ist erstaunlich angenehm. Also ein bisschen kühl, aber aushaltbar. Genau. Wir gehen jetzt noch ungefähr bis 18 Uhr durch. Machen dazwischen noch eine kleine Kaffeepause mit Cold Coffee. Und ja, von dir noch was? Gut hier? Bestens. Dringend benötigte Kaffeemahlzeit. Um kurz vor 4. Es ging viel durch sandige Dünen. Und Maria hat uns Cold Soaked Coffee vorbereitet. Ich brauche noch die Milch. Sie braucht noch die Milch. Sie ist heiß darauf, ihn zu probieren. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich noch so 4 Kilometer laufen für heute. Und dann fangen die Zeltplatzmöglichkeiten an. Wie man sieht, der Sandweg ist sehr sandig. Wie der Sandweg ja auch heißt. Sehr schwierig zu laufen, aber wir schaffen das. Ja, klar.
Hallo Katrin. Wir haben unseren zweiten Zeltplatz gefunden. Da hinten steht das Zelt. Maria macht schon was essen. Nudeln mit Tomatensoße und Käse. Und Käse. Und da hinten ist der Sonnenuntergang. Na, man sieht ihn nicht ganz. Und hinter uns scheint der Mond. Liebe Grüße nach Lüneburg. Von mir auch. Von Maria auch. Grüße auch Philipp. Ein ereignisreicher Morgen liegt hinter mir und uns, ein nicht sehr erfreulicher. Ich bin nun morgen auf dem Weg nach Milfontes an einem Stein hängen geblieben und habe mir meine Schuhe aufgerissen, die ich vor 2 Tagen gekauft habe. Ein 2 cm großes Loch. Aber Maria hat zum Glück Zahnseide dabei gehabt und hat es gekittet. Und da ist sie sehr gut drin. Und ich hoffe, es hält. Und dann habe ich mein Fernglas verloren. Du wolltest den Rucksack noch durchsuchen. Mach ich noch. Es ist nur zu 95% fest, dass es verloren ist. Mein Rucksack habe ich schon durchsucht. Wie man auch immer ein Fernglas verlieren kann. Dann haben wir heute Morgen einen Wanderfalken gesehen. Und jetzt sind wir das kurz... Das war ein bisschen Wink des Schicksals, weil es genau passiert ist, als dein Zug kaputt gegangen ist. Das stimmt. Und jetzt sind wir kurz vor Milfontes, schon am Rande, haben unser Wasser ein bisschen Sachen abwaschen können, weil hier ein Wasserspender ist, an dem ganz wenig Wasser rauskommt. Haben wir was getrunken, weil wir kurz vor verdursten waren. Kurz vor psychologisch verdursten. Und jetzt gehen wir Spar und Apotheke und füllen unsere Vorräte wieder auf. Frisch gebürschtes Haar in Milfontes. Tom ist gerade drin und hat schon Panik, dass jemand kommt, während er sich duscht. Wobei er, glaube ich, noch nicht verstanden hat, obwohl ich es ihm dreimal gesagt habe, er kann die Tür abschließen. Ich weiß nicht, warum er sie nicht abschließt. Auf jeden Fall jede Chance genutzt. Leider kein Trinkwasser. Was steht das da? No potable water. Oder aqua no potable, wie es auch portugiesisch heißt. Genau, jetzt gleich Supermarkt. Ich habe mega Hunger. Und danach raus ist mir von das Mittagessen und davor einen kleinen Obstsnack. Welchen Ort haben wir verlassen? Milfontes, ne? Milfontes. Haben wir jetzt noch ordentlich am Beach gehangen, abgehangen. Jetzt ist der Plan noch eine Stunde zum nächsten Ort. Dort ein Platz. Nicht zum nächsten Ort, zum nächsten Schlafplatz. Ja, eine Stunde zum nächsten Schlafplatz, Richtung nächsten Ort. Der ist 11 Kilometer entfernt. Almograve. Und da ist, weil morgen Sonntag ist, sind wir schon ganz gespannt, ob wir da morgen Lebensmittel bekommen. No risk, no fun. No risk, no fun. Wir haben auch schon höchstwahrscheinlich 1 bis 2 Autos gesehen mit Jägern drin. Das sah zumindest so aus. Glauben wir jetzt nicht. Wir sind mal gespannt, was heute Abend passiert. Und wir haben heute den Wanderfalken gesehen, habe ich schon erzählt. Wanderfalken? Ja. Es ist ungefähr, ich weiß gar nicht, 18.30 Uhr oder so. Eigentlich wollten wir schon seit mindestens oder spätestens 5 Uhr einen Zeltplatz haben. Und wir haben einfach nichts gefunden. Und wir waren richtig K.O. und sind richtig K.O. Dafür wird morgen ausgemuckelt, denn wir haben den besten Zeltplatz jetzt noch gefunden, direkt am Wasser, mit dem Blick. Das Zelt steht zum Glück schon. Jetzt genießen wir noch den Sonnenuntergang. Und dadurch, dass wir hier so ab vom Schuss sind, also in ein Seebar, kompletto, werden wir wahrscheinlich morgen den Tag sehr langsam angehen. Ja, willkommen aus dem Zelt. Es ist der, ach Gott, Samstag. 3. Februar? Ja, irgendwie so. Zwei Sachen wollten wir noch erwähnen. Torben, jetzt konzentrier dich. Wir haben uns gerade bei Trusted House angemeldet. Für 120 Euro. Der Prozess hat 2,5 Stunden gedauert. 2,5 Stunden, bis dieses scheiß Profil ausgefüllt war. Stimmt nicht, ne? 1,5, oder? Na, ich glaube jetzt 2. Mindestens. Weil ständig Fehlermeldungen kamen. Ist auch egal. Und da war der perfekte Haussit für uns drin. Wirklich am Ende unseres Weges. Quasi in der Nähe vom Birdwatching Point. Direkt an der Küste. Eine Woche lang mit 3 Hunden, eine Katze. Naja. Gut, haben wir uns angemeldet. Und als wir dann die Leute gerade anschreiben wollten, nachdem wir das Profil ausgefüllt haben. Und Geld bezahlt hatten. Und Geld bezahlt hatten, die 120. War das Profil weg. Und danach haben wir uns nochmal andere mögliche Standorte angeguckt und die waren dann plötzlich auch nicht mehr da.
Ja, also irgendwie scheint Trusted Toasted das vielleicht doch nicht so trusted zu sein. Ich fühle mich ehrlich gesagt abgezockt und verarscht. Wir haben den Mitgliedschaft jetzt sofort wieder gekündigt. Und wir kriegen einen Refund. Also. Ja, hoffnungsweise warten wir mal ab. Und das zweite war, wir haben erst noch auf dem Weg zum Campingplatz einen Mann getroffen, einen Rentner, der. Hab ich das denn schon erzählt? Nee, ne? Nee, das hab ich gerade nicht erzählt. Der ist ganz komisch mit seinem Auto hin und her gefahren immer und inzwischen durch immer wieder ausgestiegen. Wir haben schon gedacht, was ist das denn? Was dann ja so im Kopf rumkommt, so Jäger, Birdwatcher, keine Ahnung. Und dann haben wir ihn gefragt und dann meinte er, ist auf der Suche nach einer seltenen, sehr seltenen Blume. Die heißt Plantago Almograve. Danke. Nummer? Plantago Almograve. Genau, und die wächst nur wirklich hier um Almograve herum, also 10 Kilometer nördlich und ein bisschen südlich oder so. Wir haben sie nicht gesehen. Wir haben sie nicht gesehen, aufgrund dessen, dass wir nachher ein bisschen sehr fertig waren und Campingplatz gesucht haben. Aber wir haben morgen noch ungefähr 8 Kilometer vielleicht Chancen, sie zu sehen. Und sie wächst weltweit wirklich nur auf diesen, 15 Kilometern hier an der Küste. Sonst wächst sie nirgendwo. Er hat dann sogar ein Bild mitgegeben, damit wir sie erkennen. Ich bin gespannt, ob wir sie finden. Das war's.